Im Luzhniki-Stadion findet dann das erste Spiel der Gruppe F statt. Deutschland gegen Mexiko. Natürlich mit der Weltmeisterbeteiligung und dem Titelfavoriten Nummer 1, würde ich behaupten. Auch wenn die Testspiele von Deutschland nie wirklich überragend vor einer WM sind, finden sie dann doch immer wieder in der WM dann zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort wieder die Form, die sie eigentlich haben sollten bei einer WM. Und gegen Mexiko, denke ich, oder generell die Gruppe, ist dann doch eine machbare. Die erste Möglichkeit gehörte dann trotzdem dem Mexikaner. Mit Chicharito dreht sich da ganz stark um Boateng herum. Und der Ball an den Pfosten. Glück für Deutschland an dieser Stelle. Aber die Situation noch gefährlich. Mit Vela spielt er nochmal Godado an. Geht da irgendwie vorbei. Aber Khedira noch zur Stelle klärt zur Ecke. Wir haben dann hier die Ecke von der rechten Seite. Weit außerhalb des Strafraums. Ayala mit dem Schussversuch in die Arme von Manuel Neuer. Dann mal Deutschland. Auf dem Weg nach vorne. Werner verspringt erstmal den Ball. Dann haben wir Özil. Legt den nochmal raus auf die linke Seite mit Draxler. Zurück, gespielt auf Mesut Özil. Immer noch Mesut Özil. Draxler legt den nochmal runter zu Thomas Müller. Der spielt den nochmal zurück zu Toni Kroos. Toni Kroos aus der Distanz. 1:0 für Deutschland. Durch den Champions-League-Sieger. Mit Real Madrid ist das geworden. Am Ende dieser Saison macht ihr das 1:0 aus der Distanz. Viele Pässe aller Handball, würde ich behaupten, um den Strafraum von Mexiko herum, bis dann Toni Kroos gefunden wird und dann abzieht aus der Distanz. Aber Mexiko mal wieder mit Chicharito. Guardado legt den Ball raus auf Lozano, aber der Schuss zu schwach für Manuel Neuer. Dann wieder mal Deutschland mit Draxler in die Spitze zu Timo Werner. Erst verliert er den Ball gegen Ayala, kriegt ihn dann aber wieder, spielt den Ball zurück zu Julian Draxler an den Außenpfosten. Das Ding hätte auch mal gut sitzen können. Von Julian Draxler. Ärgert sich da auch selber. Da weiß er, den muss er eigentlich machen. Und auch Yogi ein bisschen enttäuscht. Aber Özil, wieder Deutschland. Mit Toni Kroos, mit Timo Werner. Der legt den nochmal auf Thomas Müller. Wieder Werner, wieder Thomas Müller. Der legt den wieder auf Özil. An die Latte. Und wieder Glück für Mexiko. Diesmal Mexiko mit der Antwort. Lozano. 1:1 Ausgleich. Irving Lozano kriegt den Ball an Manuel Neuer vorbei zum Ausgleichstreffer. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall unverdient, denn Deutschland hatte hier viel, viel, viel mehr Chancen, die gefährlicher waren als Mexiko. Aber Deutschland wieder auf dem Weg nach vorne mit Toni Kroos. Findet da Timo Werner. Timo Werner in die Arme von Ochoa. Da weiß er eigentlich auch, dass er mehr draus machen hätte müssen. Wieder Deutschland mit Khedira kurz vor Halbzeitpause. Nachspielzeit ist schon vorbei. Timo Werner über die rechte Seite diesmal. Legt den Ball in die Mitte für Draxler. Aber der Schuss von Ochoa gut pariert. Und das war auch gleichzeitig der Halbzeitpfiff. Deutschland hat sich hier auf jeden Fall die Chanceverwertung vorzunehmen. Die ist nämlich Mangelware gewesen in der ersten Halbzeit. Da machen wir mal einen Sprung in die 70. Minute. Das ist Timo Werner. Der wird da gefoult von Diego Reyes. Und die Frage ist, ist das ein Elfmeter oder ist das kein Elfmeter? Erstmal die gelbe Karte für den Mexikaner mit der 5. Und hier sehen wir das Foulspiel nochmal. Man kann leider nicht erkennen, ob es ein Elfmeter oder nicht war. Aber jetzt erstmal der Freistoß von Toni Kroos in die Mauer. Und Timo Werner verpasst da ganz knapp. Jetzt mal wieder Mexiko über die rechte Seite. Dos Santos, Jonathan Dos Santos wird da gefoult. Vorteil läuft, Chicharito mit dem Schuss an die Hand von Toni Kroos. Und das gibt Elfmeter. Für Mexiko, ganz bittere Situation. Da versucht Toni Kroos da irgendwie den Ball zu klären und kommt dann mit der Hand dran. Und jetzt der Elfmeter durch Chicharito in die linke untere Ecke. Neuer hat die Ecke, aber kommt nicht an den Ball ran. 2:0 für Mexiko. Zu dem Zeitpunkt immer noch nicht verdient. Das Spiel ist so ein bisschen runtergeplätschert in der zweiten Halbzeit. Aber dennoch gut verwandelt von Chicharito hier an dieser Stelle. Und das war auch leider die letzte Möglichkeit aus deutscher Sicht. Deutschland verliert das erste Spiel in ihrer Gruppe mit 2:1 gegen Mexiko und steht jetzt schon mit dem Rücken zur Wand und muss langsam mal in die WM-Form reinkommen, in der sie sich normalerweise immer zum Auftakt befinden. Effektiv kann man hier die Mexikaner auf jeden Fall nennen. Eiskalt.